Hey Leute, ich habe jetzt endlich mal Ferien und eine ganze Woche frei und deswegen bin ich nach Kyoto gefahren. Kyoto ist nämlich die ehemalige Hauptstadt Japans sozusagen und ich werde jetzt hier eine ganze Woche sein, mir das Ganze mal so ein bisschen angucken. Es wird relativ kulturell, schätze ich mal, denn wir sind hier jetzt auch schon am ersten Tempel angekommen und da werden wir gleich mal reingucken. Und der Max ist übrigens auch dabei, der ist nur gerade beschäftigt, weil er sollte von jemandem ein Bild machen. Aber genau, wir werden uns das alles mal anschauen und es wird mehrere Videos geben, da wir ja auch eine ganze Woche hier sind. Und heute geht's los mit dem ersten Video. Yay! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in einem Tempel bin, wo nicht explizit dran steht, dass es verboten ist zu filmen. Und das finde ich gerade sehr, sehr lustig. Und ich hoffe, ihr versteht mich, weil ich relativ leise rede, weil es hier so ruhig ist und keiner redet. Schreinrunde waren wir jetzt kurz fürs Essen und gehen jetzt zum Kyoto Aquarium und schauen einfach mal, was da so drin los ist. Und damit kann man tröten und ich kann das nicht gut, aber Max kriegt das ganz gut hin. Und alle anderen scheinbar auch. Und ich weiß nicht, ob ich das eigentlich mehr. Man sagt, wenn man in Kyoto ist und nicht einmal Leute im Kino nur sieht, hat man was falsch gemacht. Und hier laufen sogar welche im Aquarium damit rum. Mini Doris. Ein Rochen und ein Fischwarm. Vielleicht finden wir heute wieder Nemo. Hier ist auch bei Nemo dabei.
Nemofischen. Wir haben ja auch ein paar Nemofakes in diesem Aquarium gerade, aber noch keinen richtigen Nemo. Also Nemofake im Sinne von, er hat nur einen Streifen. Okay, hier ist Nemo. Ganz viele, viele Nemos und Dodis. Warte, da ist Dodi. Yay! Warum suchen eigentlich alle Dodi und Nemo, wenn es davon viele gibt? Das ist ein Lawson, aber das ist kein normaler Lawson. Denn das ist mehr oder weniger ein 100-Yen-Shop-Lawson. Das heißt, alles, was es dort zu essen gibt, kostet nur 100 Yen plus Tax, also Steuern, also 108 Yen. Aber trotzdem ist das mega günstig und da kaufen wir jetzt was zu essen. So, wir haben jetzt in dem 100 Yen Lawson noch ein bisschen Essen gekauft und das wird jetzt gleich gegessen. Und wir sind jetzt hier noch bei einem schönen Schrein vorbeigekommen, der gefühlt direkt um die Ecke von unserer Unterkunft ist. Damit werde ich den Vlog jetzt auch beenden und wir sehen uns in meinem nächsten Video.